Ja, hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und mitgebracht habe ich heute eine Pistole, eine Kleinkalibrpistole aus dem Hause Ruger. Aber schauen wir uns die Waffe einfach mal gemeinsam an. Ja, hier haben wir unsere Ruger, kommt in so einem kleinen Plastikköfferchen. Schauen wir mal rein. Ja, da haben wir natürlich eine Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist komplett auf Englisch, aber gut bebildert, wie ihr sehen könnt. Also alles gut zu verstehen. Ein bisschen Werbung, Garantieheftchen, dann zweites Magazin, Waffenschloss, Sicherheitsfahne und auf der rechten Seite der Waffe könnt ihr auch die Sicherung bedienen und das Teil braucht ihr, wenn ihr bei der Waffe auf der rechten Seite den Sicherungsflügel abmachen wollt, wenn euch das stört, dann benötigt ihr dieses kleine Teil. Und dann natürlich die Waffe hier selbst. Ja, vor uns liegen oder in der Hand halte ich hier eine Ruger Mark IV 2245. Also gibt es viele Waffen, werden schon sehr, sehr lange gefertigt. Seit den 1950ern fertigt Ruger Kleinkaliberpistolen, mit denen sich schon viele Rekorde erzielt wurden, aber auch als Trainingswaffen für das US-Militär. Zu der Waffe hier, wie gesagt, eine Ruger Mark IV 2245 Light Black Gold mit 4,4 Zoll Lauf, Kaliber 22 LR, also Kleinkaliberpistole mit so Goldapplikationen. Der Lauf hier, der Abzug. Die Waffe gibt es in vielen anderen Varianten vom Design her, aber grundsätzlich alle gleich. Magazinkapazität 10 Patronen, wie üblich bei diesen Waffen. Waffengewicht 407 Gramm. Wie man hier sehen kann, ein Scheibenkorn, eine verstellbare Kimme, Picatinny-Schiene. Das ist interessant für jemanden, der sagt, pass auf, ich möchte mir einen Rotpunkt drauf machen. Bietet sich tatsächlich hier auch bei der Waffe an. Hier die Sicherung, beidseitig bedienbar. Wie gesagt, hier drüben könnte man sie entfernen, den Sicherungsflügel. Und würde man das hier dann aufsetzen, in der Bedienungsanleitung auch beschrieben, wie das funktioniert. Aber ansonsten beidseitig bedienbar. Die Waffe funktioniert nur mit eingesetztem Magazin. Wenn wir uns den Abzug hier mal anschauen, seht ihr Druckpunkt. Und dann haben wir noch ein ganz kleines Stückchen Weg, bis der Schuss bricht. Ja, das Abzugsgewicht mal gemessen für uns, keine Laborbedingungen, na ganz klar. Nur mal für uns ganz grob ermittelt, auf was wir da kommen. Und da kommen wir so auf 2,2, je nachdem, wie man im Abzug zieht, auch vielleicht auf 2,4 und ein bisschen weniger. Ja, zum Zerlegen der Waffe muss die Waffe gespannt sein. Jetzt hier drauf drücken, seht ihr, das geht schön einfach. Und jetzt abklappen. So, jetzt haben wir das Griffstück hier, so wie man es kennt von den 2245ern. Also hat sich wenig verändert. Außer hier hinten, früher kannte man das, musste man hier so rein und hochklappen. Das war eher ein bisschen umständlich, so wirklich super gelöst, finde ich. Griffstück. Polymer, daher ist er eben auch so schön leicht. Dann haben wir hier den Verschluss, wirklich einfach zu reinigen. Am Ende muss man ganz ehrlich sagen, und wirklich wahnsinnig schnell zerlegt. Und hier den Lauf. Ja, zusammengesetzt sind es umgekehrt. Geht wirklich zügig. Vorne eingesetzt. Und voilà, das war's. Also ich finde, man muss immer den Preis tatsächlich sehen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Waffe. Macht optisch was her in den verschiedenen Modellen. Vom Abzug sicherlich muss man wissen, für was man die Waffe nutzen will, was man gewohnt ist. Aber ansonsten passt das aus meiner Sicht. Ja, hier haben wir es nochmal. Unsere Ruger Mark IV. Wie ich finde, eine schöne Kleinkalibrpistole, die tatsächlich bei mir auch gut in der Hand liegt. Ich komme hier gut an die Sicherung ran, kann die gut bedienen. Beidseitig, das funktioniert also wirklich einwandfrei. Es liegt gut, Verschlussfanghebel, an den komme ich auch gut ran. Also wirklich eine rundum schöne Waffe. Wer gerne Kleinkaliber schießt und wem das Design gefällt, die Optik gefällt, der macht sicherlich mit der Waffe zu dem Preis, muss man ganz ehrlich auch sagen, auch sicherlich nichts falsch. Ja, wenn ihr jetzt Interesse an dieser Waffe und einer anderen Waffe habt und ihr besitzt die entsprechende Erwerbsberechtigung, könnt ihr die Waffen sehr, sehr gerne bei uns über den Waffenhandel Becker erwerben.
Für alle, die wissen wollen, wie es zu schießen, vielleicht mit so einer Ruger oder einer anderen Waffe, denen empfehle ich entsprechende Schnupperschießen bei uns über die Schießschule Becker. Und alle anderen Sportschützen unter euch, da würde ich mich sehr freuen, euch bei dem entsprechenden Waffensachkundekurs bei uns begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.